Hallo liebe Aquarellfreunde, heute geht es um das Mischen von Aquarellfarben. Ich habe versucht, für den Einstieg in das Thema einen leicht verständlichen und nicht so theoretischen Ansatz zu finden. Mein Farbkreis, den ich heute mit euch malen möchte, basiert auf den sogenannten CMYK-Farben. Das sind nach der modernen Farbtheorie die drei am wirksamsten kombinierbaren Farben, und zwar Cyanblau, Magenta und Gelb. K steht dabei für Schwarz, das soll uns heute aber nicht weiter interessieren. Das Interessante an diesen Ausgangsfarben ist, dass sie eben nicht, wie noch bei Goethe, Newton oder Itten verwendet, einfach Rot, Blau, Gelb sind, sondern ein bestimmtes Rot und ein bestimmtes Blau und ein neutrales Gelb, nämlich Magentarot, Cyanblau und Gelb. So, dieser Farbkreis hier soll es werden. Und wie gesagt, brauchen wir dafür nur drei Grundpigmente. Ich werde von der Firma Schminke benutzen das Cadmiumgelb Mittel, Magenta und Heliocyan. Es gibt einige alternative Pigmente, die genauso gut funktionieren, die also quasi die gleichen Farbtöne abbilden. Zum Beispiel von der Firma Sennelier, von Winsor & Newton, von Daniel Smith. Ja, also da habe ich die entsprechenden Pigmente einfach mal rausgesucht. Entscheidend ist immer nicht der Name der Farbe, sondern das Pigment, das der Farbe zugrunde liegt. Und die Pigmentnummer gibt es auf jeder Tube, ist die notiert. Und die muss man einfach nur finden. Da gibt es immer ein P für Pigment und einen entsprechenden Buchstaben, also ein Y für Yellow. Und beim Blau ist es eben B. Also hier links oben notiere ich mir jetzt einfach mal in kleinen Feldern meine verwendeten Farben. Wir haben also das Cadmiumgelb, das Magenta, das Cyanblau. Ihr seht schon, das sind so die Farben, die man tatsächlich auch von den Druckerpatronen her kennt. Und der Vorteil ist eben, dass ich mir mit diesen speziellen Farbtönen, also diesem etwas pinkigen Rot und dem recht kühlen Blau, tatsächlich dann auch alle Farben des Farbkreises ermischen kann. Ich kann euch das nachher mal demonstrieren, dass es zum Beispiel mit dem Violett ein großes Problem gibt, wenn ich mir versuche, Violett zu mischen aus einem Cadmiumrot und einem Ultramarin. Das wird nicht funktionieren. Also, so ungefähr sollten die Farben aussehen. Ganz wichtig, wenn ihr die entsprechenden genauen Pigmente nicht habt, versucht, was Ähnliches hinzubekommen. Hier wollte ich euch eigentlich zeigen, wie ich diesen Farbkreis genau mit Zirkel und Lineal konstruiere. Das hat aber Stunden gedauert und viele Menschen waren daran beteiligt. Also seht ihr hier gleich doch einfach nur eine Skizze für euch zum Abzeichnen. In der Videobeschreibung findet ihr diesmal zusätzlich auch ein PDF zum Ausdrucken. Die Mathematiker unter euch können natürlich trotzdem gern mit dem Zirkel hantieren und schreiben mir dann bitte einen Kommentar dazu, wie es geklappt hat. So, dieser Farbkreis hier liegt jetzt auf Aquarellpapier übertragen vor euch und es geht los. Zunächst füllt ihr die gelbe Farbe in das mit dem G gekennzeichnete obere Feld. Hier bin ich schon bei Magenta und es folgt dann Cyanblau, welches ja bei mir Heliotürkis heißt. Ich habe in der Zwischenzeit ein wenig konstruiert, bei euch ist die Zeichnung ja schon fertig. Es geht weiter mit den Sekundärfarben.
Und zwar mit der Mischung aus Gelb und Magenta ergibt Orange. Versucht, beide Farben wirklich zu 50% in die Mischung einzubringen. Ich habe hier, wie man rechts auf der Palette sehen kann, etwas, aber nicht zu viel Wasser benutzt. Jetzt mische ich die beiden Grundfarben Cyan und Magenta und erhalte das wunderbare tiefe Violett. Mit Gelb und Cyan gemischt entsteht ein sattes Saftgrün. Mich überrascht immer wieder die Intensität der ermischten Farbtöne. Nun kann ich im äußeren Ring alle kleinen Felder ausfüllen. Ich beginne wieder mit den Grundfarben. Danach folgen die Sekundärfarben. Ich habe die Mischung teilweise noch auf der Palette, da spare ich mir etwas Zeit. Nun fülle ich die Lücken im Farbkreis auf, indem ich immer eine Sekundärfarbe, hier das Grün, mit einer Grundfarbe, hier das Gelb, mische. Ich erhalte eine Tertiärfarbe, hier ist es ein Grasgrün. Auf der anderen Seite von Grün ist es schon fast Türkis. Ihr seht also, Kobalttürkis Light muss man eigentlich auch nicht unbedingt kaufen. Auch die Mischung zwischen Orange und Magenta finde ich sehr interessant. Es entsteht ein knalliges, warmes Cadmiumrot. Hier zwischen Violett und Blau bekomme ich ein tiefes Blau. Ungefähr der Farbton von Ultramarinblau entsteht hier. Alle drei Primärfarben zusammengemischt, Gelb, Magenta und Cyan, zu gleichen Teilen, ergeben eine Graustufe bzw. ein Schwarz. Also wenn man das jetzt mit sehr wenig Wasser vermischen würde, würde es schwarz ergeben. Aber wir haben das hier schon ganz schön, dass es so ein dunkles Grau ergibt. Und eine Spur von dieser dunklen, etwas matschigen Farbe bekomme ich natürlich auch, wenn ich versuche, ein warmes Rot hier, was ja schon eine ganze Menge Gelb in sich hat. Ja, dieses Rot entstand ja durch das Mischen von Magenta und Gelb. Ne? Haben wir dieses Rot bekommen. Also eigentlich von diesem Orange und Magenta. So sind wir zu diesem Rot gekommen. Es hat natürlich aber Gelb drin. Und ich nehme jetzt ein, sagen wir mal, Ultramarinblau. Dieses Cadmiumrot mit Ultramarin gemischt wird niemals zum Beispiel ein Violett ergeben. Und diesen Mischfehler sozusagen, Fehler ist immer ein hartes Wort, aber diesen Mischunfall erlebe ich in meinen Kursen relativ häufig. Ich demonstriere euch das hier einmal an meiner ganz normalen Palette. Ich möchte also ein Violett ermischen und sage mir, ich nehme ein Rot und ein Blau, so wie ich das irgendwann mal gelernt habe. Ich nehme also ein Rot und ein Blau. Und setze die beiden zusammen. Ich habe hier mein Blau und mein Rot kommt dazu. Und ich fummle und fummle, weil es will einfach nicht violett werden. Schaut mal. Ja, es wird so ein Violett, aber ist es vergleichbar mit dem? Nein. Jetzt tue ich noch mehr Rot dazu, weil ich denke, Mensch, das muss doch jetzt mal. Und dann wird es braun. Also es wird kein Violett, weil das Rot, es wird eher in Richtung muddy, ja, also matschig. Weil das Rot Gelb hat und ich eigentlich jetzt schon alle drei Primärfarben zusammenmische. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ist. Und wenn ich aber bleibe bei meinem Cyan und bei meinem Magenta, dann wird es auch mit dem Violett. Und das sind so, so ja, da haben wir wieder das leuchtende Violett. Es kommt also sehr darauf an, welche Farben ich zusammenmische, um dann auch das entsprechende Resultat, was ich mir vorstelle, zu erreichen. Und genauso ist es mit den gelb-blau zu grün gemischten Varianten. Jetzt gehe ich hier in meinen lichten Ocker rein, weil das ist eh immer meine Lieblingsfarbe. Und wir sehen, wenn ich die hier auftrage auf das Blatt, dann ist das auch ein schönes Gelb. Und dazu nehme ich Ultramarin, weil ich ja weiß, Gelb und Blau ergeben Grün. Und jetzt gehe ich hier zusammen und ich bekomme auch ein Grün, aber es ist ein ganz anderes Grün, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe.
Und das Gleiche kann auch passieren, wenn ich ein Cadmiumgelb nehme. Ja gut, deswegen. Mein Kameramann sagt, es war kein echtes Gelb. Also nochmal, ich nehme Cadmiumgelb. Das ist ja nur wirklich ein Gelb. Jetzt kommt mein Ultramarin dazu. Das Ultramarin hat in sich eine Spur von Rot. Was ich jetzt also mache, sind eigentlich wieder nicht Gelb und Blau zusammen, sondern Gelb, Blau und ein Hauch Rot zusammen. Ja, weil ich ja jetzt hier bin und nicht da. Und dann entsteht ein Grün, was etwas oliviger ist, weil es eine Spur Rot mit drin hat. Ja, es ist ein Grün, aber es hat eine ganz andere Farbanmutung. Und das muss ich vorher einfach ein bisschen für mich wissen, damit ich überzeugende Farben in meinem Bild unterbringen kann. Das wollte ich euch heute ein bisschen erklären. Das Feld ist noch viel größer und ich werde bestimmt in anderen Tutorials da noch drauf zurückkommen. Einen kleinen Einblick habt ihr bekommen. Diese Mischübung, so theoretisch sie auch ist, ist auch unglaublich interessant, um seine Aquarellfarben kennenzulernen, um mal zu erfahren, dass solche verschiedenen reinen Farben so eine Sekundärfarbe hervorbringen können. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr diesen Kreis herstellt, auch mal darauf achten, dass die Konsistenz eurer Mischung immer gleichbleibend ist, dass man nicht mal mehr, mal weniger Wasser in den Farben hat. Auch das allein ist schon eine hervorragende Übung. Ich hoffe, es hat euch trotz der vielen Theorie Spaß gemacht und wünsche viel Freude beim Ausprobieren. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.